Moin Moin und willkommen zur zweiten Folge vom Palmeras Park. Wir sind wieder zurück am Start und ja, in dieser Folge werden wir das allererste Gehege bauen. Das heißt natürlich, wir werden das allererste Tier dazu holen. Ich habe mal so ein bisschen rumgeschaut, welches Tier denn am besten geeignet wäre für den Start. Man muss da mal so ein bisschen bedenken, so man geht durch den Haupteingang rein und welches Tier könnte einen da direkt erwarten? Ich finde, es sollte nicht direkt so ein Brecher sein, so richtig krasses Tier, sondern erstmal, man muss so langsam reinkommen. Deswegen habe ich mich in dieser Folge für den Wasserbüffel entschieden. War eigentlich eine ganz gute Idee, weil der braucht auch generell ein bisschen Wasser. Deswegen hatte ich auch Grund, einen schönen Seeeimer anzulegen. Dazu aber später mehr. Genau, ist, denke ich, eine schöne Wahl, ist ein sehr, sehr schönes Tier. Und ich finde, so kann man einen Zoo doch sehr, sehr schön anfangen. Was wir jetzt gerade hier machen, ist natürlich das Gebäude, wo das Tier später reinkommen soll. Ist ein bisschen größer geworden, sollte auch so sein. Denn ich hatte eigentlich vor, da ein paar Mitarbeitergebäude drin zu verstecken oder mindestens eins eigentlich. Na gut, ihr werdet gleich sehen, platztechnisch ein bisschen kritisch. Dann sind doch die Mitarbeitergebäude doch ein bisschen zu groß gewesen. Das heißt, die Mitarbeitergebäude müssen woanders später untergebracht werden. Ist gar nicht so dramatisch. So, generell wieder haben wir den gleichen Stein unten benutzt. Diesen Grundstein nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und wir haben oben einmal den Lehm wieder benutzt. Da habe ich natürlich wieder ein bisschen so die Farbe geändert, sodass wir da ein bisschen Unterschied haben. Aber auch keine Sorge, wir werden natürlich auch in den nächsten Folgen immer wieder andere Steine benutzen. Aber das muss natürlich auch so ein bisschen stimmig immer sein. Sprich, Lehm passt halt, finde ich, perfekt. Die indonesischen Ziegel hier passt perfekt. Grober Stein kann man auch zum Beispiel perfekt nehmen für die Gebäude. Trockener Stein gibt es, glaube ich, auch noch. Da gibt es noch eine ganze Menge. Da wird auf jeden Fall in den nächsten Folgen definitiv auch noch mehr dazukommen. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt in die Folge rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Thank you.
Wir kommen so langsam zum Ende von der zweiten Folge und wir sind nochmal ordentlich am Pflanzen platzieren. Das Ding ist, wir sind ja im Dschungelbereich unterwegs und da ist es eigentlich schon wichtig, das musste ich auch feststellen, dass du viele, viele Pflanzen benutzt und auch sehr, sehr viele unterschiedliche, damit man auch Variationen sieht, wenn man da durchgeht. Ich habe ja bei meinem allerersten Zoo, das habe ich ja schon in der ersten Folge gesagt, auch ein Dschungelthema gehabt, habe da aber mich dann immer so auf 3, vielleicht auch 4 Pflanzen versteift. Deswegen ist das hier ein absoluter Kontrast einfach dazu, weil ich habe jetzt hier bestimmt in diesem Gehege, lass mich nicht lügen, bestimmt so 15 verschiedene Pflanzen, vielleicht auch sogar ein bisschen mehr. Na gut, ist aber auch wichtig. Ich finde, das sieht man am Ende dann einfach und es ergibt natürlich Sinn. Du bist im Dschungel, da gibt es unterschiedlichste Pflanzen und ich denke auch so, wie das jetzt aussieht, ist ganz gut geworden. Ne? Ich musste natürlich auch viele Pflanzen nehmen von anderen Kontinenten, Pflanzen, die das Tier jetzt nicht unbedingt mag. Aber man braucht halt auch andere Pflanzen einfach und da ist dann teilweise dann doch die Auswahl ein bisschen gering. Deswegen andere Kontinente musste ich dann auch einmal abklappern. Leute, ich hoffe natürlich, euch hat diese zweite Folge gefallen und wir sehen uns dann in der dritten Folge wieder vom Palmeras Park. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und haut rein.